Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs. Ihr habt es am Ende der letzten Folge mitbekommen. Meine Abmoderation wurde rüde unterbrochen durch einen Handyanruf von unserem Hacker-Freund hier, Badboy17. Ja, ich habe natürlich den Anruf abgebrochen, habe aufgelegt. Ja, lass mich doch nicht hier unterbrechen bei meiner Abmoderation. Das so nicht, das geht nicht. Hab zurückgerufen, Badboy möchte ein Treffen mit uns. Werden wir jetzt auch tun? Wir wissen auch nicht, wer Bad Boy genau ist. Wir haben ihn also noch nie gesehen. Gut, dann fahren wir jetzt zum Treffpunkt. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und ob der Bad Boy auch wirklich so bad ist. CTOS-Mobile Herausforderung. Nein, den Auftrag werden wir nicht akzeptieren. Hallo? Ja, dann fahr! Nein, wir wollen jetzt den Bad Boy kennenlernen. Gleich sind wir da. Wir parken einfach wieder mitten auf der Straße. So, Bad Boy, zeig dich mal. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Aha, da unten also. Bad Boy. Was? Bad Boy 17? Bitte was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden.
Sieh an, sieh an. Bad Boy 17 ist also eine Frau. Neue Fähigkeiten haben wir freigeschaltet. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Und wir haben auch nur 6 Skillpunkte. Sehr schön. Dann werden wir auf jeden Fall USVs mitnehmen. Unkonventionelle Sprengverrichtungen. Äußerst starke Sprengkörper. Ja, die kann man immer brauchen. Jawohl, für 2 Punkte nehmen wir die mit. Was ist das nächste? Annäherungs-USVs. Oder Blackout. Auch ganz praktisch. Fokusboost brauchen wir nicht. Ne, schneller Wechsel brauchen wir eigentlich auch nicht. Was wir mitnehmen, ist Kugelwiderstand auf jeden Fall. Reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden. Ja. Das nehmen wir mit. Die 2. Stufe kriegen wir noch nicht. So, was können wir denn hacken? Helikopter. Geldautomaten, Hackboost. Brauchen wir 3 Punkte, wir haben nur 2. Der nächste Zusatzakku kostet uns auch 3 Punkte. Hochbahn. Haben wir uns bis jetzt noch nicht näher damit befasst, das lassen wir mal außen vor. Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir machen 2 Punkte in defensiver Fahrer, um den Schaden bei Zusammenstößen zu reduzieren. Verfolgungsjagden sind ja hier teilweise doch ein bisschen wild. Ja, wollen wir mitnehmen. So, die Skillpunkte sind verteilt. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber er ist clever. Seine Adresse wurde durch einen CDOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Okay. Auf zum nächsten Ziel. Wir sollen die CTOS-Chefbüros erreichen. Ja, soll mit dem Motorrad nicht allzu lange dauern. Beep, beep. Oh, oh. Oh, hier sind schon die ersten Gegner. Dann sollten wir jetzt vielleicht nicht direkt durchs Tor fahren. Wäre vermutlich für uns gesünder. Durch die unterirdische Ladezone eindringen. Heißt wieder anschleichen. Dass der Vorhang hochgeht. So, jetzt lenken wir als erstes den mal ab. So, was können wir hier machen? Hier können wir wieder sprengen. Okay, jetzt versuchen wir einfach mal wieder einen dahin zu locken. Und hoffen, das funktioniert. Ich glaube, wir haben wenigstens einen. Ja, einen haben wir in Reichweite. Sehr schön. Und wir sind einen los. Können wir denn schon eins bauen? Ja, Gott sei Dank. Was zur Hölle? Shit. Pass gut auf. Oh. So, schnell die Bombe hinschmeißen, bevor der sich vom Acker macht. Oh. Oh, oh, oh. Aua. Hm.
Das schmeckt mir nicht. Durchsucht das Gebiet. Wo sind die? Oh. Wir haben jetzt noch schnell eine neue Waffe mitgenommen. Den lassen wir rankommen. Was haben wir denn eigentlich für Schusswaffen dabei? Ein vollautomatisches Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, noch ein Sturmgewehr. Ich glaube, wir nehmen lieber die Maschinenpistole. Okay, die verteilen sich wieder. Sehr schön. Da sieht uns gerade niemand, hoffe ich. Was liegt hier noch? Nehmen wir auch mit. Jetzt hat er natürlich wieder die Waffe gewechselt, weil er wechselt immer auf die Waffe, die wir zuletzt aufgesammelt haben. Oh, hier ist ja einer. Weiß ich natürlich nicht, ob wir so weit werfen können. Doch, können wir. Und wieder einer weniger. Ich glaube, so weit kommen wir nicht vor, ohne dass wir entdeckt werden. Ja, komm, put. Sucht weiter. Sucht dort entlang. Du suchst gar nichts mehr. Oh, wir sind entdeckt worden. Es ist keiner mehr da, um dich zu decken. Ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Du hast gesagt, ich soll es zu Ende bringen. Selber schuld. Man hätte ja über alles reden können, aber nein. Vielleicht sollten wir mal unser Handy auspacken. Dann Tür entriegeln und rein mit uns. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Oha, wir betreten das nächste Sperrgebiet. Hey. Ich hab ihn, Joe. Das bedeutet, meine Wenigkeit hat einen Parkplatz vor dem X-Labs von Blue. Milliarden von Dollar verrückte Wissenschaft. Na, vielleicht normale Wissenschaft, aber trotzdem. Wer weiß, was für Wissenschaft. Nein! Ich muss noch Berge von Verschiedenheitserklärungen unterschreiben. Aber ich erzähle euch. Nein, die sind alarmiert. Oh, jetzt hat man auch noch Glück. Wir haben den Wachmann erwischt, der den Zugangscode hatte. Aber leider Gottes hat sein Kollege einen Schuss abgefeuert und die anderen, wow, die anderen alarmiert. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Was zum? Fick mich. Ja, selber schuld, wenn sie Sprengsätze mitnehmen. So, zwei sind hier noch in der Nähe. Alles sauber. Ich gehe da lang. Nein, den haben wir nicht erwischt. Oh, 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 oh. Sei vorsichtig. Gut, einer weniger.
Die Waffe hätte ich ganz gern. Pass auf! Wir müssen ihn finden. Habt ihr verstanden? Oh, jetzt geht er in die andere Richtung. Du rufst keine Verstärkung. Garantiert nicht. Ja, klar. Jetzt kommen natürlich die anderen von oben runter. Schön stehen bleiben. Das war's. Ach, das ist oben, glaube ich. Ich hoffe. Oder? Geht's hier überhaupt hoch? Also Kameras wahrscheinlich. Aber hey, Hauptsache, wir haben erstmal alles niedergemetzelt. Irgendwie sollte man ja hochkommen. Was dudelt denn hier für furchtbare Musik? Sind hier keine Treppe oder sowas? Wo ist denn hier der Aufgang? Oder ein Aufzug? Tür? Nein. Ah, hier geht's hoch. Eigentlich sollte keiner mehr oben sein, zumindest sehe ich keinen mehr. Nee. Ich glaube, wir können wieder ungestört hacken. Dann nichts wie los. Was ist hier? Ein abgefangenes Audiolog, das nehmen wir mit. Da, Leute, seid ihr bereit? Es geht um verdammte Gedankenkontrolle. Genau. Deshalb haben sie Sozialpsychologen angeheuert. Okay. Es gibt keinen Riesenlaser oder Satelliten, aber. Trotzdem ziemlich cool, oder? Das ja, schon ziemlich cool. Informationen über wirklich jeden. Und wir können damit spielen. Aber oh, scheiße, muss los. Bis später. So, wir hacken uns wieder ein. Das war eins zu viel des Guten. Ist mir lieber, wenn keine Weiche dabei ist, die irgendeinen Alarm auslöst. Weil man sonst ja doch ein ganz klein wenig unter Zeitdruck gerät. So, jetzt brauchen wir hier von unten. Ja. Was? Vorgeladen wegen Tierquälerei. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Oh Scheiße, jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Was? Findet nein? Ihn. Oh oh. Okay, du bist drin. Oh. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Khalif, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Ja, ja, das ist mir schon klar. Die Cops suchen. Oh, Waffe wegstecken. Waffe wegstecken. Weiß unbedingt. Der Zweck, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Schnell raus hier, schnell raus hier, schnell raus hier. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Ja, genau. Jamcoms. Mit Jamcoms können Sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen. Ja, das wollen wir ja. So. Muss das denn der Empfang ist gestört von denen. Wir können entkommen, hoffe ich. Jetzt dürfen wir nur nicht wieder in den Scan-Bereich reinlaufen von denen.
nein. Da brauchen wir ein Auto. Zu Fuß sind wir zu langsam. Oh nein. So, jetzt einmal noch, dann müssen wir eigentlich draußen sein. Flucht erfolgreich, wunderbar. Das war knapp. Ey, wo ist der mit seinem Bankkonto? Ja. Volles Bankkonto. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Ja, ja, verstehe schon. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.